Das Saarländische Staatstheater und das Weltkulturerbe Völklinger Hütte sind eine besondere Kooperation eingegangen. Die Industriekulisse der Gebläsehalle ist Schauplatz für Verdis Oper Rigoletto. Am Samstag ist Premiere für das Melodram in drei Akten in der Inszenierung von Dagmar Schlingel. Rigoletto spielt in einer Welt, in der sogar die Liebe eine Maske trägt. Jeder spielt dem anderen permanent eine Rolle vor. Der Herzog gibt vor seinem Hofstaat den Schürzenjäger. Aber vor Rigolettos Tochter Gilda produziert er sich als tugendhafter Student. Rigoletto ist in der Öffentlichkeit ein zynischer Narr, der Spotten zum Ehebruch antreibt. Privat spielt Rigoletto den überfürsorglichen Vater, der seine Tochter vor der Außenwelt abschirmt und gefangen hält. Doch jetzt gerät seine, vor der Männerwelt verborgene Tochter Gilda, in die Fänge des Herzogs. Am Ende geht sie für diesen sogar in den Tod.